Hey Kinder, fröhlichen 6. Dezember, also Nikolaus. Alles Gute zum Nikolaus und sowas. Ich hoffe, ihr habt viele Geschenke bekommen. Achso, erstens, mein Geschenk, was ich heute bekommen habe zum Nikolaus von ihr. Passt auf. Nee. Sieht man es ein bisschen? Ja. Ultra crank, oder? Ja, ich weiß, es ist ziemlich crank. Sie meinte, ich soll dann heute was Spezielles machen. Das ist ja Nikolaus und ja, das ist was Spezielles. Ich habe von ihr Zeug bekommen, damit ich lustig aussehe. Ho, 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 Kinder! Okay, aber die zieht man nicht so weit auf, ne? Nein. Ja, jetzt wo ich der Nikolaus bin, bin ich natürlich ultra cool geworden. Egal. Mein heutiges Thema. Zocken. Wie ich damit angefangen habe. Also, es war ungefähr 1994. Ich war so 4. 1994 war ich 4. Da habe ich angefangen, mit meinem Vater zusammen zu spielen. Also wir hatten eine CD, die Mitsui. Ich habe die gerade noch gesucht. Ich wollte sie euch in die Kamera halten, aber ich habe sie nicht gefunden. Also jetzt nicht auf die Schnelle. Wenn ich jetzt lange suchen würde, hätte ich sie auf jeden Fall gefunden. Verdammt nochmal, die darf ich nicht verschlampen. Und da waren, das hat ein Kollege von meinem Vater damals gemacht, einfach, die war voll mit DOS-Games. Richtig geilen Spielen. Unter anderem Commander Keen, Jill, Biominos und auch Duke Nukem, also richtig geiler Scheiß. Und wir haben es immer so gemacht, ich konnte das nicht laufen und schießen, ich war ja so klein noch. Und er ist gelaufen auf dem Pfeiltasten und ich habe immer geschossen auf STG oder Alt, ich weiß es nicht mehr, ich glaube STG war es. Das war schon richtig, das hat übel Spaß gemacht. Oder was haben wir noch immer gespielt? Moment. Billy the Kid haben wir gespielt. Das war richtig geil. Das war übelst geil. Also da haben wir richtig gesuchtet. Also so viel wie man eben mit einem 4-Jährigen suchten kann, ne? Mal 10 Minuten am Stück gespielt, verstehst du? Ne, also da haben wir echt fett gespielt. Das hat richtig Fun gemacht. Und als ich natürlich älter geworden bin und ich dann selbst spielen konnte, war es dann richtig nice. Auf der CD war auch das erste Wolfenstein, ne? Wo man dann so läuft, nee. Und dann die Nazis und überall Hakenkreuz und sowas. Aber es war ultra geil. Es hat voll Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen Angst gehabt vor den Schäferhunden, weil die immer so und einen beißen wollten. Aber ja. Das waren so die ersten, 94 habe ich angefangen mit meiner Spielekarriere und das ist natürlich dann stark gestiegen, ne? Irgendwann, ich habe dann meinen eigenen Laptop bekommen, da war ich auch noch recht klein, also ein Kind. Da habe ich so ein Lego-Spiel drauf gehabt, da konnte man einfach Lego bauen, das war ultra cool. Und dann so ein Rennspiel habe ich von einem Kollegen bekommen. Ich habe mich letztens wieder gefragt, wie das heißt. Vielleicht könnt ihr mir das ja sagen. Man kommt in so eine Welt mit ein bisschen Strecke, mit Hügeln und mit Wasser, glaube ich, und man kann ein Auto haben. Ich glaube, man kann zwischen Autos auswählen, ich weiß es aber nicht genau. Und man kann, wenn man einen Cheat eingibt oder auf den Knopf drückt, ist man ein Flugzeug. Und kann mit einem Flugzeug fliegen. Das war so ultra geil. Man konnte crashen und hin und her. Dann habe ich eine PlayStation 1 bekommen. Ich wollte immer die Nintendo haben. Ich wollte die Super Nintendo haben, weil ich bei meiner Cousine oft war. Und die hat, also ihr großer Bruder, mein Cousin, der hatte die Super Nintendo und das war halt ultra cool. Mario und sowas, ganz klar, ne? Und ich wollte es auch haben. Dann habe ich eine PlayStation bekommen, war völlig enttäuscht am Anfang. Aber PlayStation ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, ist gar nicht so schlecht. Morgen sprechen wir dann über den weiteren Verlauf, also über meine Sammelleidenschaft, die sich da entwickelt hat, was Spiele und Konsolen angeht. Ja, also dann vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich bin der Nikolaus, das wisst ihr ja. Guckt euch meinen übelst langen weißen Bart an. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Feiert noch schön euer Nikolaus. Holt alles aus dem Strumpf raus, aus dem Strumpf, bevor ihr den in den Kamin schmeißt, ja? So wie das die Coolen machen. In den Kamin schmeißen, ja, lasst das war ein Scherz. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.